Seit etwas mehr als anderthalb Stunden läuft die Travemünder Woche. Um 18 Uhr wurde sie eröffnet mit dem Kommando Heißt Flagge. In den kommenden 10 Tagen steht Travemünde im Zeichen des Segelsports. Diesmal werden rund 1500 Seglerinnen und Segler dabei sein. Und auch an Land ist natürlich wieder eine Menge los. Und die Travemünder Woche hat sich da für dieses Jahr einen echten Neustart vorgenommen. Philipp Kamke ist für uns heute Abend in Travemünde. Philipp, fühlt es sich denn jetzt schon anders an? Also wenn man in den vergangenen Jahren regelmäßiger Gast war hier auf der Travemünder Woche und vor allem hier auch auf der Meile, dann merkt man das schon, dass das ein oder andere anders ist. Ein paar hundert Meter weiter am Strand zum Beispiel, da steht jetzt das Riesenrad, das 38 Meter große, was in den vergangenen Jahren noch ein paar hundert Meter weiter stadteinwärts stand. Und hier zu meiner Rechten, da war bis zum vergangenen Jahr das Bayerndorf und jetzt heißt es hier Moin Moin im Fischerdorf. Also, einige Fischbuden sind hier mit Fischbrötchen. Es hat sich also augenscheinlich einiges verändert. Die Travemünder Woche stellt sich neu auf, geht neue Wege nach 133 Jahren. Herr Schärfe, warum gerade in diesem Jahr diese ja schon deutlichen Veränderungen hier in Travemünde? Ja, Corona hat es gebracht sozusagen, hat den Anstoß gegeben, dass wir von einem gewohnten Programm mal etwas wegkommen und dass wir sagen, so, wir wollen ins Landprogramm investieren, wir wollen neue Komponenten ins Landprogramm bringen. Das haben wir eigentlich geschafft dieses Jahr. Wir haben ein Mehrstufenprogramm, das hat letztes Jahr schon begonnen, dass wir die ersten Dinge verändert haben. Aber es war alles noch viel kleiner. Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal frei von Corona, komplett frei von Corona. Und insofern, hier sieht man die erste Auswirkung. Ein Fischerdorf ist entstanden. Die Stimmung ist toll. Und die ganze Meile hat sich verändert, hat sich jetzt schon verändert. Die Travepromenade ist wieder voll bespielt. Die Strandpromenade ist voll bespielt. Wir haben ein größeres Programm am Strand mit 2 Beachclubs. Und es wurde eben schon angedeutet, ein Riesenrad steht jetzt am Strand, ein toller Eyecatcher fürs Publikum, für die Leute, die mit den Fähren nachts kommen, wenn es beleuchtet ist. Also insofern, es passiert eine ganze Menge mehr und es wird auch noch mehr passieren in den nächsten Jahren. Worauf können sich die Besucherinnen und Besucher denn einstellen? Wann wird es dann irgendwann eine komplett neue Travemünder Woche, die erfunden wird? Wir sind dabei, jedes Jahr sie neu zu erfinden quasi und immer wieder Komponenten dazu zu entwickeln. Ein großer Punkt war dieses Jahr, dass wir die Travemünder Woche auch drüben auf der anderen Traveseite entwickelt haben. Der sogenannte Promenadenrundlauf, der entwickelt wurde, der aktiviert wurde durch die Bebauung des Passathafens. Dort sind viele, viele Betten entstanden, Hotels, Ferienwohnungen, die ganzen Gäste, die wollen natürlich auch Travemünder Woche erleben und das können sie dieses Jahr. Vielen Dank, Herr Schärfer, eine schöne Travemünder Woche 2023. Aber nicht nur an Land ist viel los, auch auf dem Wasser werden einige Segelveranstaltungen stattfinden, 1500 Seglerinnen und Segler, Segel Champions League, 4 Weltmeisterschaften, also viel zu erleben. Vielen Dank, Philipp Kamke. Nach Travemünde.